Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Tragischer Fahrstuhltod, Ermittlungen zur Ursache dauern an. Wassereinbruch bei der U5, Straße eventuell einsturzgefährdet. Und das Wetter, der Sommer verabschiedet sich so langsam. Ja, und damit herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 18. August. Tragischer Unfall. Nachdem am Sonntag ein Mann in den Schacht eines Aufzuges in einem Wohnhaus am Burbacher Weg gestürzt ist, laufen die Ermittlungen der Polizei, was die Ursache der Tragödie angeht. Nach den ersten Ermittlungen soll der Aufzug schon seit mehreren Tagen defekt gewesen sein. Bei den Untersuchungen soll geklärt werden, warum sich die Fahrstuhltür des defekten Aufzuges öffnen ließ und ob Sicherheitsregeln missachtet wurden. Also gestern in Spandau wollte ein 85-jähriger Mann mit dem Fahrstuhl fahren, aber als er die Außentür öffnete, ist der Fahrkorb nicht da gewesen und daraufhin stürzte der Mann in diesen Fahrstuhlschacht rein. Er stürzte dann die 7 Stockwerke runter, landete unten auf der Fahrzeugkabine und wurde sehr schwer verletzt. Er verstarb kurze Zeit später dort am Unfallort. Mögliche Finanzierungslücke. Bundesbauministerin Barbara Hendricks hat vor einem möglichen Spendenloch bei der Finanzierung des Berliner Schlosses gewarnt. In einem Schreiben an den Bauausschuss des Bundestages, was TV Berlin vorliegt, warnt die Ministerin vor der rechtzeitigen Verfügbarkeit der gespendeten Gelder. Bislang seien nämlich gerade mal 20 Millionen Euro zusammengekommen. Zugesagt worden waren aber 80 Millionen Euro. Der Vorsitzende des Fördervereins, Wilhelm von Bodin, betonte, dieser Betrag sei inzwischen auf fast 24 Millionen Euro gestiegen. Zudem habe der Verein für weitere 10 Millionen Euro Sachleistungen erbracht. Nachzulesen ist dies auf der Website der Stiftung. Bodin zeigte sich zuversichtlich, bis 2019 auch noch den Rest zusammenzubekommen. Messer als Vermarkter für Tempelhof. Wirtschaftssenatorin Cornelia Itzer bestätigt der Pressemeldung, wonach die Messe Berlin künftig als Vermarkter des Tempelhofer Feldes auftreten soll. Dabei gehe es auch um die schnelle Sanierung des ehemaligen Flughafengebäudes. So sollen bereits eingeplante 43 Millionen Euro in die Ertüchtigung der Gebäude und die Sanierung beispielsweise von Dächern investiert werden. Das Geld hatte Stadtentwicklungssenator Müller eigentlich für Wohnungsbaumaßnahmen vorgesehen. Nach dem Volksentscheid ist dies nun obsolet. Die Arbeit der Tempelhof Projekt GmbH geht auf TV Berlin Nachfrage übrigens weiter. Straßensperrung. Nach dem Wassereinbruch in einer Baugrube der neuen Kanzler-U-Bahn begannen am Montag technische Untersuchungen. Geprüft wird durch die zuständigen Behörden, welche Auswirkungen das Wasser auf die Belastbarkeit der Straße unter den Linden hat. Eventuell besteht Einsturzgefahr. Also wir können von der Polizei aus nur empfehlen, diesen Bereich ganz weiträumig zu umfahren. Dort kommt es mit Sicherheit zum Stau. Neues Online-Portal für Lehramtseinsteiger. Am Montag startete die Bildungsverwaltung ein Online-Portal, das Einsteigern ins Lehramt unterschiedliche Starthilfen geben soll. Es dient zur Orientierung bereits vor Aufnahme der neuen Tätigkeit und hilft über mögliche Anfangsschwierigkeiten hinweg. Unter bildungsserver.berlinbrandenburg.de finden Sie nähere Informationen. Zu den verschiedenen Facetten des Lehreralltags setzen sich die Texte und Materialien mit den Themen Unterrichtsplanung, Elternarbeit und gesetzliche Stolperfallen auseinander. Irren ist amtlich. Unter diesem Motto startete am Montag zum 8. Mal das Berliner Arbeitslosenzentrum der Evangelischen Kirche mit einem Bus zu einer 6-wöchigen mobilen Beratung vor den Jobcentern der Hauptstadt. Erster Anlaufpunkt war für etliche Besucher am Montag das Jobcenter im Wedding. Großes Problem nach wie vor ist das Thema Anrechnung von Erwerbseinkommen. Das ist hochkompliziert, das schließt sich für die Leute aus dem Bescheid nicht. Der Beratungsbus der Wohlfahrtsverbände steht noch bis Ende September täglich, außer mittwochs, von 8 bis 13 Uhr vor einem der 12 Jobcenter der Hauptstadt. Wo genau, findet man im Internet heraus unter beratung-kann-helfen.de. Straßen und U-Bahnen fahren öfter. Finanziert wurde das Ganze durchs Land Berlin, das durch die Verkehrsverwaltung weitere Leistungen bei der BVG in Auftrag gab. So werden ab dem 24. August besonders im Berufsverkehr und in den Abendstunden die Bahnen öfter fahren.
Verdichtet werden vor allem die U5, wie berichtet die U7 und auch die vielgefragte U2. Bei der Straßenbahn profitieren vor allem die M4 und die M12 von der Taktverdichtung. Werktags werden übrigens auf zahlreichen Linien die dichten Takte bis 21.15 Uhr verlängert, so zum Beispiel auf der U1, der U2, der U5 und der U8. Am Samstag verkehren viele Linien dann bis teilweise 22.45 Uhr im 5-Minuten-Takt. Verschlechterungen gibt es hingegen bei der U1. Wegen zu geringer Auslastung zwischen 6 und 6.30 Uhr verkehrt diese künftig nur noch im 10-Minuten-Takt. Die Anpassung kostet das Land etwa 2 Millionen Euro mehr im Jahr. Besuch bei Roma-Kindern. Bildungssenatorin Sandra Scheres hat am Montag Roma-Kinder besucht, die derzeit bei der Arbeiterwohlfahrt in Lichtenberg eine Ferienschule besuchen. Hier sollen insbesondere sprachliche Grundkenntnisse aufgebaut werden bzw. Deutschkenntnisse erweitert werden. Die Kinder sind zwischen 8 und 13 Jahre alt und kommen meist aus Südosteuropa. Berlinweit werden übrigens 23 dieser Ferienschulen veranstaltet. Etwa 400 Kinder nehmen daran teil. Uns ist es wichtig, dass die Kinder so schnell wie möglich in die Schule gehen, wenn sie in Deutschland sind. Und die Willkommensklassen sind in den letzten Jahren ganz rasant gestiegen. Und wir stellen spezielles Lehrpersonal auch zur Verfügung. Und Ziel ist es, dass die Kinder und Jugendlichen dann in die Regelklasse dann auch schnell integriert werden. Und das ist ein zusätzlicher Baustein in den Ferien. Hier haben wir 400.000 Euro zur Verfügung, um solche Camps anbieten zu können. Mehr dazu übrigens ab Dienstagabend in unserer Sendung Kiez konkret. Umfrage zur Pflegebereitschaft. Ein Großteil der Deutschen wäre laut einer Umfrage zur Pflege der Eltern oder des Partners bereit, wenn dies nötig wäre. Das geht aus den Ergebnissen des Meinungsforschungsinstitutes INSA zur Generation 50+ hervor, die am Montag in Berlin veröffentlicht wurde. Mehr als 80% der Befragten zeigten sich zur Pflege bereit. Auf einen finanziellen Ausgleich legen vor allem die unter 50-Jährigen Wert. Ältere sehen den Angaben zufolge eher eine Arbeitsteilung in der Familie und Unterstützung durch einen Pflegedienst als Bedingung. Den Angaben zufolge nahmen an der Umfrage 3000 Menschen teil. Davon waren 2/3 älter als 50 Jahre. Fahrradkodieraktion der Polizei. Wer konnte und wollte, hat am Montag in Mitte die Gelegenheit, sich sein Fahrrad von der Berliner Polizei kostenlos kodieren zu lassen. Außerdem informierte der Abschnitt 31 Berliner und Berlin-Besucher zu den Themen Taschendiebstahl, Handyklau, Hütchenspiel und Spendenbetrug. Also Sie haben zwei wesentliche Vorteile. Der erste Vorteil ist, dass dieses Fahrrad eine Kodierung hat, die wir auch in die Fahndung eingeben. Und wenn es irgendwo wieder auftaucht, können wir das halt wiederfinden. Und der zweite große Vorteil ist, dass man dieses auch erkennt. Das heißt, es ist dann mit einem Aufkleber versehen. Das heißt, dass der Dieb auch abgeschreckt wird, weil er weiß, dass dieses Fahrrad leicht wieder zu erkennen ist. Die nächste Kodieraktion findet übrigens im Abschnitt 21 am Dienstag zwischen 11 und 15 Uhr statt. Näheres unter berlin.de Fahrradkodierung. Und damit sind wir auch schon bei den Wetteraussichten. Heute Nacht bleibt es dicht bewölkt, aber trocken. Die Tiefstwerte liegen bei 13 bis 14 Grad. Auch am Dienstag bleibt es in weiten Teilen trocken. Am Nachmittag steigt die Regenwahrscheinlichkeit noch mal etwas an, bleibt aber unter 50%. Und der Blick auf die kommenden Tage. Am Mittwoch muss noch vermehrt mit Regen gerechnet werden. In den darauffolgenden Tagen sollte es weitestgehend trocken bleiben. Das Quecksilber kommt dabei nicht über 19 Grad hinaus. Ja, und das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Tschüss, bis morgen.